Da ist einiges schiefgelaufen, Baby. Ja, es haben alles versucht. Ich werde gleich irre. Wie lange warten wir jetzt hier schon? Viel zu lange. Seit die Ärzte Miller für den Notkaiserschnitt in OP geschoben haben, ist gefühlt eine Ewigkeit vergangen. Ich möchte doch einfach nur wissen, wie es ihr geht. Ich drehe noch durch hier draußen. Toni. Ehrlich, kann ich nichts Neues sagen. Pass auf, es ist alles ein bisschen kompliziert. Miller musste sofort in die OP, sie hat eine Schwangerschaftsvergiftung und die haben einen Notkaiserschnitt durchgeführt. Ich habe keine Ahnung. Mein Arzt ist da. Wie ist es gelaufen? Frau Brandt ist noch nicht aus der Narkose erwacht, aber es geht ihr gut. Lebensgefahr besteht definitiv nicht mehr. Sie wird aber noch ein paar Tage hier bleiben müssen. Okay, das ist schon mal eine gute Nachricht. Kann ich sie erklären? Können wir Sie sehen? Es tut mir sehr leid, Herr Riedel. Ihre kleine Tochter hat es nicht geschafft. Sie ist leider kurz nach der Geburt verstorben. Ich bedauere wirklich sehr, dass ich Ihnen diese furchtbare Nachricht überbringen muss. Tut mir sehr leid. Ich muss zurück in den OP. Unser Raum der Stille. Sind Sie bereit? Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dieses kleine Mädchen in meinen Arm zu halten. Aber sie wird nie wieder aufwachen. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Mein kleines Mädchen ist tot. Warum ist meine Tochter gestorben? Meine Verlobte war in der 32. Schwangerschaftswoche. Kinder überleben doch früher heutzutage. Also normalerweise sind Schwangerschaften in dieser Phase ohne Risiko. Aber es bleibt natürlich eine Frühgeburt. Das kann leider passieren. Der kleine Körper war durch die fortgeschrittene Vergiftung einfach zu schwach, um zu überleben. Es tut mir wirklich leid. Hätte sie überlebt, wenn sie nicht Trisomie 21 gehabt hätte? Nein, also das kann ich ausschließen. Auch ohne eine Trisomie 21 wäre sie einfach zu schwach gewesen. Das kann so ein kleiner Körper nicht schaffen. Was passiert jetzt mit ihr? Also, Frau Brandt hat natürlich die Möglichkeit, sich zu verabschieden, wenn sie es denn möchte. Und dann wird der Leichnam vom Begräbnisinstitut abgeholt und Sie beide müssen dann alles Weitere klären. Mhm. Ja, verstehe. Wenn Sie möchten, kann ich mit Frau Brandt sprechen und ihr die traurige Nachricht überbringen. Ja, das mache ich. In Ordnung. Die große Tochter ist gerade bei ihr und es ist eine Familiensache. Okay. In Ordnung. Ich lasse Sie noch einen Moment allein. Mhm. Warum? Ich verstehe das einfach nicht. Miller muss es jetzt erfahren. Und wenn ihr das einer sagt, dann bin ich das.
Hey. 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 Alles gut. Ja. Was ist passiert? Es gab einen Notkaiserschnitt. Die Werte waren ganz schön schlecht. Haben Sie Hope geholt? Wie geht's ihr? Geht's ihr gut? Oh Gott. Schwester Gerdi. Ich wollte mal nach ihrer Mama schauen. Ja, sie ist wach geworden kurz. Aber ich konnte das mit Hope nicht erzählen. Du bist gut. Sie muss sich nur ein bisschen ausruhen. Mhm. Wollen Sie ein Glas Wasser trinken? Mhm. Ich bringe ihn ein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Miller beibringen soll. Ich hoffe einfach, Mike kommt gleich. Ich schaff das nicht. Ich habe einfach Angst, wie meine Mutter reagieren wird. Wie geht's ihr? Die Schwester meinte, sie ist jetzt ansprechbar. Okay, gut. Ich war vorher kurz drin und ich konnte es nicht erzählen. Alles gut. Ich geh rein und sag's dir, ja? Mike, du musst es nicht alleine machen. Ich kann mit reinkommen. Doch, muss ich. Tut mir gefallen, rufst du Toni an? Klar. Macht sie bestimmt auch schon Sorgen. Die soll mit Pete, die soll alles ich auf Arbeit, ja? Ja, alles klar. Erzählt, Notkaiserschnitt? Ja. Die haben Hope geholt? Ja, richtig. Okay. Die haben Kaiserschnitt gemacht. Ja. Warst du schon bei ihr? Mhm. Warst du bei Hope? Ja. Ja? Wann kann ich denn zu ihr? Kannst du mal die Ärzte bitte fragen? Ich will auch zu ihr. Geht das? Da ist einiges schief gelaufen, Baby. Die Ärzte haben alles versucht. Aber unser Mädchen hat es nicht geschafft. Nein. Du würdest auf sie aufpassen. Ich weiß. Mike. Ich muss zu ihr. So, da sind wir. Sind Sie sicher, Frau Brandt?
No, the highs won't hurt you there, babe. Was will sie tun, Frau Brandt? Gehen Sie raus. Sie sind doch dafür verantwortlich. Warum haben Sie nicht alles Mögliche getan, um meine Tochter? Frau Brandt, ich verstehe Ihren Schmerz. Wirklich. Ich lasse Sie einen Moment allein, ja? Schließt Miller mich gerade jetzt aus? Im schlimmsten Augenblick unseres Lebens. Ich will doch eigentlich nur für sie da sein und ihr Kraft geben. Aber vielleicht ist es ihre Art und Weise, damit fertig zu werden. Auch wenn mich der Gedanke an Hope auffrisst, ich muss irgendwie funktionieren. Für Miller. Hey. Ich habe dir ein paar Brote gemacht für den Weg gleich. Also ich weiß nicht, ob du es überhaupt runterbekommst, aber gegessen hast du ja nichts mehr, seit du ins Krankenhaus gefahren seid. Soll ich dir irgendwie was halten? Ich habe mir da versprochen, dass ich auch gleich wieder da bin. Ich wollte nur kurz die Sachen zuschmeißen und dann mach ich wieder los. Na, ich kann dir helfen beim Einpacken. Jo. Ich erstmal. Hast du die Beine? Mike, Ach, scheiße, ich nehme auch Beine mit. Mike. Ja? Magst du dich nicht vielleicht auch mal ausruhen? Bei wann hast du das letzte Mal geschlafen? Das war doch auch, bevor ihr... Und Miller hat ja auch ziemlich deutlich gemacht, dass sie gerade niemanden sehen will und dass sie Zeit für sich braucht. Ja. Vielleicht packe ich hier noch den Igel ein. Hm? Na? Gute Idee. Vielleicht freut sich er darüber. Lange Zeit wusste ich nicht, ob ich es mit einem Kind mit Trisomie 21 überhaupt packe. Jetzt würde ich mir nichts mehr wünschen, als Hope in meinen Arm zu halten. Aber ich kann es nicht mehr. Mein Leben, meine Hoffnung, alles ist weg. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Mein ganzer Körper schreit vor Schmerzen. Ich will einfach nur meine Tochter zurück.
dich nicht ein bisschen ausruhen? Ein bisschen was essen, was trinken? Nein, danke. Aber sie hatten so eine schwere OP hinter sich. Ich will sich ein bisschen ausruhen. Ich würde gerne noch ein bisschen mit ihr alleine sein. Ich hätte da nur einen Vorschlag. Viele Eltern lassen Erinnerungsstücke machen. Zum Beispiel einen Fußabdruck und Gips, damit sie immer ein Andenken haben. Wollen wir es nachher gemeinsam machen? Wird auch eine schöne Idee. Danke. Dann melden Sie sich, wenn Sie nur mal was brauchen. Was mache ich hier eigentlich noch? Meine Tochter ist gestorben. Es tut einfach so weh. Ich halte sie nicht mehr aus. Ich muss hier raus. Was war denn hier? Ich wollte nach Hause. Was? Ich war selbst entlassen, oder wie? Ja. Komm, ich mach dir jetzt mal einen Tee und. Wo sind ihre Sachen? Hey, Joe. Thank you. Liebe Sarah. Doro Amelie hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, dass Miller ihr Baby letzte Nacht verloren hat. Mir ist jetzt sowas auch schon passiert. Ich wollte eigentlich mit dir über was reden. Leute, wir haben neues WG-Traumpaar. Wir schlafen nur miteinander und man muss ja nicht direkt heiraten, oder hast du schon einen Ring besorgt, ha? Ich genieße die Zeit unglaublich mit dir, weil ich meine, das, was du mir gibst, ist irgendwie viel mehr als nur eine Affäre für mich. Mann, ich kann es gerade echt nicht gebrauchen. In meinem Kopf ist sowieso Chaos und ich weiß doch selbst nicht, was ich gerade will.